Eines ist ja völlig klar, der Westen, also wir sind im Krieg mit Putins Russland und dieser Krieg wird einerseits als Wirtschaftskrieg ausgetragen, vor allem durch die westlichen Sanktionen und die Gegenmaßnahmen der Russen auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine, was ja faktisch eine indirekte Kriegsteilnahme ist, aber der wichtige Punkt jetzt hier ist, dass die Inflation ein entscheidendes strategisches Mittel in diesem Krieg zwischen Putins Russland und dem Westen ist. Und wer diesen Krieg im Bereich der Inflation verliert, wird wahrscheinlich auch vieles andere noch verlieren. Und das will ich Ihnen in diesem Video jetzt mal zeigen. Wir haben zunächst heute die klare Aussage. Putin hat gesagt, ja, die Gespräche mit der Ukraine sind an einem Dead End, also sind faktisch tot. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Hoffnung auf einen Waffenstillstand, die lange ja die Märkte immer wieder mal beflügelt hat, erstmal eigentlich passé ist. Und es bedeutet auch, dass dieser Krieg noch andauern wird, also nicht schnell vorbeigeht. Und er sagte dann auch, soaring inflation, also steigende Inflation, wird die westlichen Politiker unter Druck bringen. Eben durch die westlichen Sanktionen steigen die Energiepreise etc. Dementsprechend kommen diese westlichen Politiker mehr und mehr unter Druck. So sieht es Putin. Auf der anderen Seite ist Putin aber natürlich selber unter Druck und heute wieder mal diese Aussage, diese Militäroperation in Anführungszeichen würde nach Plan verlaufen. Das hat man jetzt schon so oft von Putin und den russischen Offiziellen gehört. Also wer wirklich erfolgreich ist, sagt nicht ständig, es läuft alles nach Plan. Wer das immer wieder sagt, der gibt ja indirekt zu, dass es nicht wirklich nach Plan läuft. Und ich glaube, das ist undiskutierbar. Wir haben ja zunächst diesen Angriff auf Kiew, der dann abgebrochen wurde. Dann konzentriert man sich jetzt auf den Donbass und die Südukraine. Dass das alles geplant war, das kann man mir leider nicht erzählen. Aber sei es drum, jedenfalls eines der zentralen Elemente jetzt dieses Krieges ist natürlich die Technik aus dem Westen, die Technik der Amerikaner vor allem. So hat heute das Pentagon gesagt, dass die Russen jetzt versuchen, das von den USA an die Ukraine gelieferte GPS-System, also womit man praktisch Aufklärung betreiben kann über die Stellungen des Gegners etc. etc., dass das von den Russen versucht wird auszuschalten. Es gibt ja eigentlich nur drei Nationen, die über Satelliten eben solche eigenen GPS-Systeme haben. Das ist auf der einen Seite natürlich die USA, das ist China und das sind die Russen. Also diese drei sind in der Lage, wirklich eigene GPS-Systeme, die in einem Krieg kriegsentscheidend sein können und vielleicht sogar sind, eben auf die Beine zu stellen. Und hier mit diesem Krieg, es dürfte so aussehen, dass nach Ostern dann diese russische Großoffensive auf den Donbass kommt. Jetzt sagt ein Berater der Ukraine, der diesen Krieg auch vor 3 Jahren schon vorhergesagt hat, auch in dem militärischen Verlauf, by the way, dass jetzt das Wetter vor allem für die Ukraine spricht, denn es dürfte eben in der Ostukraine massive Niederschläge geben. Das ist schlecht für die Angreifer, denn Luftangriffe sind dadurch schwieriger, die Fahrzeuge der Russen kommen nicht so richtig in diesen Schlamm voran etc. Jedenfalls sind diese Kriegs- oder diese Waffenstillstandsgespräche auch deswegen tot, sagt Russland, sagt Putin, weil eben Selenskyj noch bei den Istanbul-Gesprächen eigentlich angedeutet hatte, man könne über die Krim reden. Jetzt sagt er, nee, kann man nicht mehr drüber reden. Also praktisch ein Angebot zurückgezogen habe. Ob und wie das stimmt, das sei mal dahingestellt. Aber jedenfalls, die Fronten verhärten sich weiter. Also von einem Waffenstillstand ist weit und breit nichts zu sehen. Aber jetzt kommen wir zu diesem Thema Inflation. Putin hat es angesprochen. Die westlichen Politiker werden unter Druck kommen. Sie erinnern sich vielleicht, von der Leyen hatte relativ am Anfang des Krieges, als der Westen diese harschen Sanktionen SWIFT und vor allem die Entkoppelung der russischen Zentralbank vom westlichen Finanzsystem beschlossen hatte und der Rubel daraufhin abstürzte, hatte von der Leyen explizit gesagt, ja, diese Abwertung des Rubels, das wird die Inflation in Russland massiv nach oben bringen und das wird die Russen schwächen. Also man sieht, das haben die Herrschaften im Auge. Heute kamen ja die lang erwarteten Zahlen zur Inflation aus den USA, 8,5% zum Vorjahresmonat, etwas höher als die Konsensprognose 8,4%, aber die Kernrate,
also ohne Nahrung und Energie, war niedriger als erwartet. Und das haben die Märkte erstmal gefeiert, weil sie sich gesagt haben, naja, es ist ja nur Energie, guckst du, oder vor allem Energie, dass die Preise nach oben getrieben hat und dass diese Kerninflation gefallen oder weniger stark gestiegen ist, lag vor allem daran, dass die Preise für gebrauchte Autos und Trucks um 3,8% zum Vormonat gefallen sind. Das hat diese Kerninflation nach unten gebracht und die Märkte zu einer Party veranlasst, die möglicherweise aber nicht lange anhält. Hier sehen wir mal dieses Auseinanderklaffen zwischen der sogenannten Headline-Inflation und der Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie. Und wie gesagt, diese Gebrauchtwagenpreise waren hier ein entscheidender Faktor. Jetzt sagt aber jemand, der hier sich jetzt auf diese gefallenen Gebrauchtwagenpreise bezieht. Real-time data shows another upcycle beginning in prices. Our local dealers running out of cars again. Das heißt, die Händler, die Autohändler haben kaum mehr Autos im Bestand, was die Preise wieder nach oben treibt. Die Preise dürften also jetzt wieder nach oben gehen und damit dürfte dieses vorübergehende Abflauen der Kerninflation möglicherweise nur vorübergehend sein. Hier sehen wir mal die sogenannte Putinflation im Kontext. Also das, was Jen Psaki gestern gesagt hat, Putin hat für diese Preissteigerungen gesorgt, weil eben der Benzinpreis auch in den USA gestiegen ist. Aber hier sehen wir mal unter Biden, respektive unter der Fed oder seit Biden im Amt ist, ist die Inflation massiv nach oben geschossen, wofür er jetzt per se nichts kann, sondern das ist die Folge eben auch der Fed-Politik, Stimulus, Corona etc. Und dieser kleine Spike hier nach oben, das ist sozusagen durch den Ukraine-Krieg nochmal hier verschärft worden. Jedenfalls zeigt sich ganz klar, dass natürlich die unteren und bestenfalls unteren Mittelklasse-Einkommen hier am meisten betroffen sind, denn für die trifft proportional am stärksten eben für Anstiege für Gas, Anstiege für Elektrizität, für Benzin. Das macht diese Menschen oder setzt diese Menschen besonders unter Druck, wie auch der Anstieg der Mieten, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir unten mal die Reaktion der Märkte. Die Zinserwartungen sind ein bisschen gefallen. Da ist also sozusagen eine gewisse Erleichterung reingekommen in die Märkte, weil man sich gesagt hat, naja, hätte schlimmer kommen können und es ist aber nicht so schlimm. Und dementsprechend diese Rallye, die wir dann in Reaktion auf die Zahlen gesehen haben. Aber ist diese Euphorie berechtigt? Schauen wir uns mal die sogenannten Real Average Weekly Earnings an. Also das, was die Leute real in der Woche verdienen, abzüglich der Inflation. Und wir sehen, das ist der größte Rückgang, mithin also der größte Kaufkraftverlust der Amerikaner, den sie jemals erlitten haben. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen für die US-Wirtschaft, dementsprechend on the long run auch kein gutes Zeichen natürlich für die amerikanischen Aktienmärkte, die ja durchaus noch sehr sportlich bewertet sind. Und wenn wir nochmal auf diese Inflation zurückkommen, dann sehen wir, es sind natürlich die Benzinpreise, die hier maßgeblich beigetragen haben zu dieser Inflation. Die Headline Inflation zum Vormonat war plus 1,2%, heftig, also ein Anstieg zum Vormonat um 1,2%, 0,7% davon war der Anstieg der Benzinpreise. Aber jetzt gucken wir mal an, diese Benzinpreise, die sind in den letzten Tagen in den USA wieder ein bisschen gefallen, die sind nach wie vor deutlich höher als zu Beginn des Ukraine-Krieges, aber sie steigen nicht mehr, sondern kommen so langsam nach unten. Rüdiger Born würde sagen, die korrigieren so ein bisschen schwach. Es ist eine schwache Bewegung, nicht eine dynamische Bewegung bisher bei den Benzinpreisen. Aber wir sehen, dass diese Benzinpreise jetzt mal im Vergleich zum Vorjahresmonat der stärkste Faktor war. Die haben sich um 48% nämlich verteuert, die Gebrauchtwagen um 35%, Gas Utilities 21% etc. etc. Also das ist ein großer Faktor, dieser Benzinpreis, die Ölpreise sind ein großer Faktor. Und ein bisschen sind sie runtergekommen. Aber wenn wir uns jetzt mal das größere Bild zur Inflation in den USA anschauen, dann sehen wir nicht nur, dass natürlich diese 8,5% der höchste Wert seit 1981 ist, also seit über 40 Jahren, sondern dass 76% der hier ermittelten Güter und Dienstleistungen einen Anstieg von mindestens 4% zum Vorjahresmonat gesehen haben. Im Februar waren wir noch bei 66% der Güter, die mindestens 4% gestiegen sind. Jetzt sind wir bei 76%, also nochmal 10% obendrauf, mehr als drei Viertel
aller Güter haben mindestens einen Anstieg von 4% absolviert zum Vorjahresmonat. Und das zeigt, dass diese Inflation eben sich verbreitert, dass sie sozusagen nicht nur jetzt eben in Energie besonders sicht- und messbar ist, sondern eben überall. Und das, was wirklich mittel- und langfristig an Inflationsdruck oder für Inflationsdruck sorgt, das ist die sogenannte Rent Inflation und auch die Shelter Inflation, also Beherbergungsinflation, da ist Gastgewerbepreise, also vor allem eben Hotelpreise etc. drin, aber für die meisten Leute eben wichtiger, die sogenannte Rent Inflation. Die ist nochmal stärker gestiegen im Vergleich zum Februar. Wir haben ja heute die Daten aus dem März bekommen. Das ist jetzt der größte Anstieg seit dem Mai 2007. Das ist ein Faktor, der uns noch lange beschäftigen wird und der lange die Inflation oben halten wird. Jetzt hat der US-Demokrat Manchin, der eher zu den rechten Demokraten gehört, gesagt, ja, CPI Data today, only the beginning unless action taken. Also das ist erst der Anfang dieser Inflation. Wenn wir jetzt nicht dagegen steuern, respektive also die Fed dagegen steuern, während der Jeff Gundlach, der Bond-Guru, sagt, na, wir sind in der Nähe der Peak Inflation, also in der Nähe des Gipfels der Inflation. Ähnlich äußern sich 6 Wall Street Banken, die sagen, ja, das war jetzt der Peak der Inflation. Wir werden sehen. Dennoch ist das natürlich eine extrem hohe Zahl mit diesen 8,6%. Hier sehen wir das nochmal. Und egal, was die Märkte heute draus machen, eines ist ja klar. Wir haben eine Headline Inflation von 8,5%, eine Core, eine Kerninflation von 6,5%. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Fed angesichts der Zwischenwahl, die im November anstehen, und da will man nicht direkt mit Zinsanhebungen in diesen Wahlkampf rein grätschen sozusagen, dass die Fed sich jetzt beeilen muss, auf die nächsten Sitzungen mit großen Zinsschritten hier zu agieren. Dementsprechend ist Mai und Juni mehr oder weniger schon gesaved, was diese 0,5% Zinsanhebungen betrifft. Ob jetzt die Kerninflation ein bisschen niedriger war, yes or no, das spielt eigentlich keine Rolle. Die Fed wird das tun, was sie ohnehin tut. Und das ist eben eine Straffung der Geldpolitik, vor allem eine Schmelzung, eine Reduzierung der Bilanzsumme, das ist, was den Märkten am meisten wehtut, aber auch die Zinsanhebungen sind natürlich liquiditätsentziehend. Was wird passieren, wenn die Fed eben die Geldpolitik straft? Lance Roberts sagt, ja, dann wird erstmal die Arbeitslosigkeit wieder steigen, weil die Nachfrage reduziert wird. Das heißt, die Konsumenten sind jetzt von zweierlei Seiten betroffen. Erstens mal ist die Inflation noch hoch, Kaufkraftverluste auf der einen Seite, auf der anderen Seite stärkerer Anstieg der Zinsen, etwa wenn man Kredite hat, dann verteuert das die ganze Geschichte noch mehr. Dementsprechend werden diese Leute weniger konsumieren. Wenn die Leute weniger konsumieren, dann werden die Unternehmen weniger Mitarbeiter brauchen, weil sie weniger produzieren wollen aufgrund des geringeren Konsums. Also das ist diese Logik, die sich dann aufspult. Und eben dann werden auch die Löhne wieder fallen. Und das alles wird dann dafür sorgen, dass die Inflation wirklich nach unten kommt. Und die Fed will vor allem jetzt auch ein bisschen diese Lohnpreisspirale natürlich stoppen. Dass diese Lohnpreisspirale bei den Unternehmen, vor allem bei den kleinen Unternehmen in den USA, ein absolutes Thema ist, sehen wir bei den Erwartungen bei den Small Businesses, das sind also Firmen, die meistens bis zu 50 Mitarbeiter haben. Hier sehen wir, dass diese Verkaufserwartungen, also die Umsatzerwartungen, jetzt so tief sind wie seit dem März 2020 nicht mehr, also praktisch seit Beginn des Corona-Crashs. Und hier unten in der Grafik sehen wir, wenn Sie das erkennen können, rot ist hier, da werden die Geschäftsinhaber gefragt, ja, was ist eure wichtigste Sorge? Und da ist jetzt Nummer 1 Inflation. Und das ist sehr, sehr schnell und sehr steil nach oben gegangen, dass die Inflation als das Hauptproblem gesehen wird, das sogar wichtiger ist, als qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Insgesamt haben die USA jetzt die zweite negativste Real Central Bank Rate, also praktisch die Zinsen minus Inflation, da sind sie bei minus 8,1%, die Eurozone bei 8,0%, dritte Stelle, auch sehr ehrenhaft. Nur Erdogan und die Türken überflügeln uns da als Tabellenführer ganz eindeutig mit 47%, minus 47%, das ist schon krass. Kommen wir jetzt nochmal zu den Märkten und der Euphorie über die etwas geringere Kerninflation unter Ignorierung der höheren Headline-Inflation. Schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, dass die Anleiherenditen heute ein bisschen zurückkommen und dass vor allem Tech-Aktien gefragt sind heute. Und all das kommt jetzt nicht aus dem Nichts. Wir haben einen absoluten Ausverkauf bei Anleihen gesehen, dementsprechend den Renditeanstieg.
Das war schon sehr, sehr krass, die Indikatoren auf Anschlag. Also, dass da jetzt mal ein Rücksetzer kommt, ist nicht erstaunlich. Ebenso wie das Verhältnis zwischen Growth und Value bereits in einem relativ extremen Bereich war. Das schnappt dann ein bisschen zurück, aber die Frage ist, ist das ein Trend-Changer? Ist das wirklich der Trend jetzt, dass die Renditen fallen werden und die Tech-Werte steigen werden? Oder ist das nur eine technische Reaktion in einem neuen bestehenden Trend, nämlich nach steigenden Renditen und dementsprechend schwächeren Tech-Aktien? Wir sehen hier nochmal den Nasdaq Composite. Oben im RSI war da eine positive Divergenz und unten sehen wir in der Grafik, dass praktisch alle Laufzeiten der amerikanischen Staatsanleihen Renditen eine massiv wichtige Abwärtstrendlinie jetzt getestet haben und da nicht sofort drüber springen, also dass die Renditen ein bisschen zurückgehen. Das fällt jetzt nicht zum Himmel, ebenso wie der Anstieg heute im Nasdaq. Ich hatte es im Videoausblick schon ein bisschen angedeutet. Kommen wir jetzt nach China. Das ist ein Thema, das in Deutschland zwar ein bisschen untergeht, aber extrem wichtig ist. Chinas Machthaber werden jetzt extrem nervös, die Europäische Handelskammer hatte ja einen Brief geschrieben an den Vizepremier Chinas und gesagt, also Leute, vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen an Singapur orientieren. Die machen auch massive Schutzmaßnahmen, aber lassen die Wirtschaft so ein bisschen mehr laufen. Das haben die Machthaber nicht gerne gehört. Die Global Times dann mit einer scharfen Replik, das seien antichinesische Kräfte, die sich so äußern würden. Insgesamt sind jetzt 60% des BIPs Chinas gewissermaßen im Lockdown, eben weil ganz große, ganz wichtige Städte im Lockdown sind und die Machthaber sind nervös in China. Das ist etwas, was einen Vertrauensverlust bedeuten wird für Xi Jinping, und Vertrauensverlust wird das den hier auch geben. Jedenfalls hat uns jemand heute vorbereitet auf das, was kommen kann. Das ist praktisch eine kleine Bombe, die da heute explodiert ist. Nämlich der Chef der Bundesnetzagentur hat gesagt, der Herr Müller hat gesagt, ja, German companies and households, ich zitiere das mal auf Englisch, ist ein Artikel oder ein Interview in der Zeit gewesen. Jedenfalls sei man da sich nicht darüber im Klaren teilweise, wie ernst die Situation sei. Man soll sozusagen unbegrenztes Gas, das auch für die Heizung verwendet wird, bei Privathaushalten nicht für selbstverständlich nehmen. Und jetzt hat er zum Beispiel klar angedeutet, dass bestimmte Single-Haushalte, dass bestimmte Haushalte möglicherweise damit starken Einschränkungen werden leben müssen, wenn das Gas knapp ist, weil eben entweder Putin uns den Gashahn abdreht oder wir ein Embargo hier verkünden. Vollversorgung für Singles bei Gasausfall auf keinen Fall zu rechtfertigen. Also wir sehen, da kommen plötzlich ganz neue Themen jetzt auf uns zu. Und der Müller dürfte einer sein, der sehr, sehr wichtig wird als Chef der Bundesnetzagentur. Da hat er auch noch gesagt, dass das größte Gaslager von Gazprom, dass er jetzt sozusagen durch die Bundesrepublik übernommen würde, nur einen Füllstand von 1% hat und das muss also bis November massiv aufgestockt werden, damit wir da irgendwie nicht kalte Hintern vielleicht im Winter bekommen. Also das ist ein Warnschuss, eine Vorbereitung auf sehr schwere Zeiten, die hier passiert ist, und deswegen hat vielleicht auch Merz, der CDU-Vorsitzende, am Wochenende ja gesagt, ja, vielleicht liegt der Höhepunkt unseres Wohlstands bereits hinter uns, Friedrich Merz. Und dann hat der genialische Marcello Fraccherino gesagt, der Höhepunkt des Wohlstands liegt sicherlich nicht hinter uns. Vor allem brauchen wir aber eine andere, bessere Definition von Wohlstand, die nicht nur Dinge beinhaltet, die man finanziell messen kann. Okay, der Marcello, der haut immer einen raus. Also für unseren geistigen Wohlstand jedenfalls wäre es sehr bedeutsam, wenn vielleicht Herr Fraccher weniger oft in Erscheinung treten würde. Ja, das sind böse Zungen, die das behaupten. Ich natürlich nicht. Und dass hier die Dinge komplett eskalieren, das sehen wir eben nach wie vor bei den Vermögenspreisen, etwa hier Immobilienpreise, Bauzinsen, Baupreise, gigantische Inflationierung. Da geht es immer, immer weiter nach oben. Auch das ist ein Faktor, der Enteignung bedeutet, beziehungsweise eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft, und die wenigen, die sich noch eine Immobilie leisten können, und die meisten und die vielen, die sich das nicht mehr leisten können. Und der EZB sei Dank, dazu gleich mehr. Ich will Ihnen drei Hinweise geben. Erstens diesen Artikel, wo Sie nochmal sehen, wie krass die Dinge hier sind bei den Immobilienpreisen. Erster Artikel. Zweiter Artikel, warum die Aktien und auch der Goldpreis so positiv auf die eigentlich höhere US-Inflationsdaten reagiert haben. Und drittens dann noch einen Artikel
Putin Genozid im Donbass, das hat er heute gesagt, wir mussten gegen diesen Genozid vorgehen. Ich versuche das in diesem Artikel mit einem Video, das hochspannend ist, ein bisschen zu diskutieren. Kann man da von einem Genozid überhaupt sprechen? Worum geht es eigentlich? Warum wurde im Westen kaum berichtet über den Donbass? Da sind unschöne Sachen passiert und deswegen versteht man im Westen nicht, warum Putin mit dieser Propaganda der Entnazifizierung der Ukraine überhaupt bei den Russen irgendwie Glauben finden kann, während wir denken, was meint er mit Entnazifizierung? Das halte ich für wichtig, dass wir diese Kontexte mal sehen, also diese drei Artikel. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung, dass wir die EZB abschaffen müssen, und zwar so bald wie es geht. Jetzt hat Ottmar Issing seinen Vorgänger angegriffen. Der Issing war ja Chefvolkswirt der EZB, das ist jetzt der Ira Lainey. Und Issing hat gesagt, die EZB hat massiv zu dieser Falle beigetragen, der sie nun gefangen ist, weil wir auf das Risiko einer Stagflation zusteuern. Wenn man eine Fehldiagnose stellt, hat man natürlich eine fehlgeleitete Politik. Ich würde da fast widersprechen dem Herrn Issing, der einer der anerkanntesten Geldpolitiker der Welt ist, der letzten Jahrzehnte, sondern es ist vielmehr so, dass die EZB eine andere Hierarchie hat, eine andere Prioritätenliste. Und das haben wir gesehen am Sonntag, als Christine Lagarde nicht etwa sich besorgt über die massive Inflation geäußert hat, sondern sich besorgt geäußert hat über den Anstieg der Renditen von Staatsanleihen, mithin also das Symptom für das Problem hält und nicht das eigentliche Problem, weswegen man da agieren will, aber nicht gegen die Inflation. Das heißt, die oberste Priorität der EZB ist die Staatsfinanzierung und nicht die Bekämpfung der Inflation. Dementsprechend will sie diese Inflation ja gar nicht sehen, weil ihr oberstes Prinzip, ihr oberster Wert damit in Gefahr gerät, nämlich die Finanzierung der defizitären verschuldeten Euro-Staaten. Das genau ist das Problem. Ich verweise nochmal auf diese drei Artikel unter dem Video und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.